So, hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser Ausgabe Let's Cook. Wahrscheinlich ist es die erste und die letzte, weil ich wirklich talentfrei bin, was das Thema Kochen angeht. Allerdings muss ich sagen, Chili, ich liebe Chili. Und dieses Dosenchili, was man so kennt, das ist einfach nichts. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Und dafür, dass ich nicht kochen kann, muss ich sagen, ist das Chili vielleicht jetzt deutlich leckerer oder was? Vielleicht ist es deutlich leckerer als das, was ihr kennt. Und es braucht auch nicht lange. Und das ist das Schöne, dass dieses Chili einfach schnell geht, also auch für jemanden, der so Anti-Koch ist wie ich, der sich meistens aus der Dose oder aus dem Tiefkühlschrank oder sonst vom Dönermann oder vom Italiener beliefern lässt, muss ich sagen, ist das was ich ganz gerne so alle ein, zwei Wochen doch mir mache, weil es hält dann auch so zwei Tage zumindest so in der Form, wie es ich mache. Und dann kann man zwei Tage gut am Stück essen und wie gesagt, es ist sehr lecker. Und ganz wichtig, ich mache das jetzt in Echtzeit. Das heißt, ich mache jetzt wirklich, ihr seht jetzt effektiv genau das Video so lang, wie es auch dauert. Also ich habe jetzt nichts vorbereitet, ich habe nichts gemacht, sondern es ist jetzt einfach so, wie es dauert. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen einen Topf. Da ist ein tieferer Topf empfohlen. Zumindest so, wie ich das jetzt in der Form mache, weil ich habe hier 500 Gramm Hackfleisch. Ihr braucht zwei Dosen Chili-Bohnen, eine Dose Tomatenstücke, Mais, den brauchen wir auch, dann nehme ich den Ja-Mais, mein Gott. Dann nehme ich noch zu den Dosen, die Tomaten sind nicht schlecht, allerdings, ich nehme hier noch wirklich sehr, sehr gute Cherry-Tomaten, die mir das so ein bisschen, ja, die machen das nur ein bisschen mehr leckerer. Ja, und ansonsten, natürlich, Chili lebt viel von Gewürz. Deswegen brauchen wir kleine Chilischoten, die kommen auch noch rein, für je nach Geschmack, wie es immer ein bisschen stärker, ein bisschen weniger. Dann habe ich hier so eine Hot Pepper Sauce, die zeige ich mal ein bisschen näher, Hot Pepper Sauce geholt, die ist ganz gut. Dann ein bisschen Tabasco, je nach Geschmack. Ich mag den Tabasco-Geschmack gerne, er ist aber sehr überladen, also man muss dann schon... Es darf nicht zu viel Tabasco sein, also deswegen macht es dann da im Zweifel, lasst es jemand nachwürzen, übertreibt es noch nicht. Pfeffermühle, Pfeffer muss rein, Salz, selbstverständlich, dann habe ich noch so einen Chili-Würzer, zeigen wir auch nochmal, Chili-Würzer, und genau, ein bisschen Paprika, Paprika edelsüß, in dem Fall Paprika kann ich auch nur empfehlen, rundet das Ganze so ein bisschen ab. Und das ist es eigentlich schon. Also je nachdem, ihr könnt natürlich noch so ein bisschen Basilikum oder Petersilie oder was weiß ich noch immer reintun. Es ist sehr, sehr geschmacksneutral in der Form, dass jeder es für sich wirklich gut variieren kann. Und jetzt brauchen wir praktisch hier drüben, nicht übrigens wundern, ich habe normalerweise mein Fenster nicht zu, aber aufgrund der Lichtverhältnisse und da ihr sonst nichts gesehen hättet, musste ich es machen. Also, jetzt brauchen wir ein bisschen Öl, weil damit wird erstmal das Hackfleisch angeschwitzt. Beziehungsweise, bevor wir das machen, waschen wir erst noch schnell die Hände. Das ist immer ganz wichtig, dass man da auch auf das Thema Sauberkeit achtet. So, ich habe mir vorher übrigens schon die Hände gewaschen, sonst würde man natürlich ein bisschen mit Seife oder sonstigen arbeiten. Bevor ich jetzt aber schon starte, weil das geht alles dann sehr schnell im Topf, das ist das Schöne nämlich daran, mache ich jetzt schon mal ein bisschen Vorbereitung, und zwar diese Chilischoten. Dann nehme ich 2, 3, 4, je nachdem. Ich mag es gern schärfer und hacke die so ein bisschen klein. Und die Tomaten werden wir jetzt nämlich auch noch gleich, bevor wir jetzt starten, ein bisschen kleiner machen. Und wie gesagt, das braucht jetzt nicht fein sein, das wird ja eh gleich mit aufgekocht. Aber so ein bisschen muss da schon ran. Ich bin, wie gesagt, wie man auch sieht, kein Profikoch. Also jeder, der wahrscheinlich Koch ist, der wird sich wahrscheinlich jetzt gerade die Hand vors Gesicht halten, wie ich schneide, wie ich irgendwas zubereite. Aber naja, da sieht man halt einfach, dass ich das Thema sonst mit der Küche gerne Partnerinnen oder Köchen überlasse. Aber wie gesagt, hier ist es jetzt mal die Ausnahme. So, jetzt nehmen wir die Tomaten. Wie viel man dann nimmt, das raschelt. Wie viel man dann nimmt, ist so ein bisschen selber überlassen. Ich habe zum Beispiel Späßel-Freunde in Bayerisch, die essen gar keine Tomaten, die hassen Tomaten. Für die ist das jetzt natürlich weniger geil. Ich persönlich liebe Tomaten, deswegen bei mir kommt ein bisschen mehr noch rein, weil auch da ist es ein Unterschied bei dem Chili, wie ich das jetzt mache.
Das ist ein bisschen flüssiger. Das ist jetzt nicht ganz, ganz flüssig, aber es ist jetzt auch nicht so richtig hart. Also nicht so, ja, man kennt es wirklich aus manchen Dosen-Chilis. Die sind dann so merkwürdig konsistent, das gefällt mir jetzt nicht so. Bei den Tomaten, gerade weil ich den Tomatengeschmack mag, viertel ich die nur. Also ihr braucht da gar nicht mehr machen. Wie gesagt, wird ja eh mit gekocht. Das ist auch das, was eigentlich dann effektiv am längsten dauert, das Kochen lassen. Und ja, das werde ich dann natürlich nachher nicht in Echtzeit machen. Man kann natürlich das Chili sofort, wenn man hier so, wenn alles durch ist, sofort essen. Aber gerade die Geschmacksaromen kommen einfach so ein bisschen besser raus, wenn man da ja so eine gewisse Zeit das Ganze köcheln lässt. Da würde ich empfehlen, weil es gibt da Chilis, die da unglaublich lang aufkochen. Das ist jetzt übrigens in keiner Weise irgendein Rezept von irgendjemand oder sonstiges. Es ist nicht, dass ihr sagt, der Alcaramba, der macht das voll falsch, weil ein Chili-Rezept macht man so. So habe ich mir das irgendwann mal von einer Ex-Freundin antrainiert bekommen. Ich habe es dann selber noch ein bisschen variiert, aber wie gesagt, ist so. Und eben, ja, wie lange sollte man es aufkochen lassen? Ich würde sagen, was ist sinnvoll? Halbe Stunde. Halbe Stunde, dann ist so das Wichtigste durch. Man weiß aber ja, dass das beste Chili eigentlich am nächsten Tag ist, also wenn es nochmal aufgewärmt wird. So, das war es jetzt zur Vorbereitung. Das ist lustig. Das braucht echt nicht viel. Wie gesagt, wer jetzt keine Tomaten mag, wer es nicht so scharf mag, der kann auch sich diesen Schritt jetzt gerade sparen, den ich da gerade gemacht habe. Jetzt machen wir schon mal die Dosen auf. Zumindest die Maisdose, weil es die einzige, die den Dosenöffner erfordert. Ganz wichtig, die einzige Flüssigkeit, die jetzt hier aus der Dose nicht reinkommt, ist der Maissaft. Das heißt, den bitte wegschütten. Ich selber liebe ja auch Mais, muss ich sagen, aber der Maissaft, der muss nicht rein. Schaut danach immer ein bisschen aus, also je nachdem, wie ihr drauf seid, ihr könnt schon ein bisschen währenddessen wieder mit aufräumen. Weil je nachdem, ob es eure eigene Wohnung, die Wohnung der Freundin, der Mutter ist oder sonstiges, die stehen da nicht so drauf, wenn es da ausschaut wie im Schlachtfeld danach. So, also ich habe hier vom, darf ich Schleichwerbung machen, vom Rewe hier Hackfleisch geholt. Man kann auch das Fertighackfleisch nehmen, aber wie gesagt, so ein bisschen, Nase läuft, so ein bisschen Geschmack sollte doch sein. Und dementsprechend nehme ich dann doch lieber da das vom Metzger selber. Gut, also, jetzt machen wir auch schon die Platte an. Volle Kanne, bisschen Öl. Dass das nicht anbrennt. Und so, jetzt brauchen wir Löffel die Kopf. Wie gesagt, jetzt kurzen Moment Geduld. Das muss erstmal, die Platte muss erst ein bisschen warm werden. Und dann geht es gleich rein. Wir lassen das Hackfleisch ein bisschen ankochen, ein bisschen anbraten. Und danach geht es eigentlich sofort runter. Also danach geht es peng, peng, peng. Das ist das Geile an dem Gericht. Ihr könnt eine Zeit, wie gesagt, es gibt hier wenig Ruhezeiten, sage ich mal, sondern ihr könnt es eigentlich schön am Stück machen. So, Öl ein bisschen verteilen und nun kommst du schon rein. Ja, dass es meine eigene Wohnung ist und ich selber ein bisschen Ordnung bemüht bin. Ihr seht zwar den Rest nicht, der würde schlimm ausschauen, aber jetzt immer, wenn ich sehe, es kommt jemand, dann ist mir das schon wichtig, dass es einigermaßen ausschaut. Deswegen räume ich auch direkt beim Kochen mal so ein bisschen weg. Spart einfach danach Zeit. Ah, ich mache das wahrscheinlich nicht an, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu laut. Denn sonst hätte ich hier natürlich eine Dunstabzugshaube. Weiß nicht, ob das was bringt. Nee. So, wie gesagt, das alles schön anbraten. Durch das Öl kann es auch nicht so leicht anbrennen. Ihr solltet natürlich ein bisschen aufpassen, ohne Frage. Es wird dann auch so bräunlich, so gräulich. Ganz normal. Das ist für alle, die so wenig kochen wie ich, ganz normal. Auch hier, je nachdem, welche Konsistenz es hat, kann man das schon mal so ein bisschen verkleinern. Weil man will ja auch beim Chili nicht so Klumpen dann haben, sondern das soll ja schön verteilt sein.
So, lustigerweise, das war's schon im Sinne von, jetzt kommt die ganze Dose Bohnen, genauso wie sie ist, rein. Jetzt tue ich einfach mal die Tomaten rein, das ist da jetzt wirklich gesagt eher wurscht, wie welche Reihenfolge ihr da nehmt. Hauptsache das Zeug kommt rein. Wir vergeuden natürlich nichts. So, jetzt erst einmal schon umrühren, weil natürlich, es brennt dann schon auch an, wenn ihr nicht aufpasst. Also das Thema Rühren sollte schon dabei sein. So, die erste. Jetzt die zweite Dose Bohnen. Ist halt auch ein geiles Frühstück im Sinne von Katerfrühstück. Geiles Frühstück ist ein bisschen pervers. Aber ein geiles Katerfrühstück, wenn man dann irgendwo so schön nachmittags aufwacht und hat einen ordentlichen Kater noch vom Abend davor. So ein Chili geht immer. Oder wenn Spieße kommen und abends eine Zockerrunde einlegen wollen, so ein Chili geht immer. Also da muss ich sagen, Chili ist super. So, jetzt kommen schon die Zusatzstoffe rein. Das heißt, jetzt die Tomaten, weil wie gesagt, die müssen ihren Saft auch abbekommen. Richtige Profiköche würden euch jetzt natürlich auch sagen, ihr braucht dieses Dingzeug, was da oben so drauf ist, dieses Stückchen, die am besten wegschneiden, weil das ist eigentlich nicht der Geschmack, sondern der Geschmack steckt in der Schale bzw. in dem äußeren Bereich. Aber wie gesagt, ich bin faul, ich mache das dann einfach so ein bisschen ruhiger. Auch Mais ist so ein bisschen nach Belieben. Je nachdem, wie ihr es mögt. Ich mag gern viele Mais. Vorsichtig, unteren passiert mir nämlich regelmäßig, dass mein Topf nicht so hoch ist, also der ist schon hoch genug, aber dass ich dann zu energisch umrühre und dann dementsprechend der ganze Schmarrn außen landet. So, die Chilis. Und auch für die ist es ganz wichtig, dass die lange mitgekocht werden, weil auch da, wie gesagt, dass das alles seinen Geschmack abgibt, dass das wirklich so eine schöne Geschmacksexplosion gibt. Und das finde ich einfach beim Chili so geil. Und dann ist es auch rund. Jetzt könnt ihr es schon ein bisschen runterdrehen, volle Kanne ist nicht mehr notwendig. So, Mais, ja. Nee, das langt. Das ist gut so. So, und jetzt geht schon, das Gewürz ist extrem individuell. Also ich kann euch da, das ist extrem Geschmack. Also von dieser Soße zum Beispiel nehme ich, was sage ich da, so 10 Tropfen. Tabasco ähnlich, also auch so 10 Tropfen. Wie gesagt, könnt ihr natürlich im Nachgang immer nachwürzen, aber gerade mit Tabasco nicht übertreiben, weil wenn es einmal zu viel Tabasco drin ist, dann schmeckt es einfach nur nach Tabasco und dann ist das Chili nicht gut. Also man muss schon das Zeug da drin auch schmecken, aber es lebt natürlich trotzdem von Gewürzen, ganz klar. Von was ich nicht so viel halte, sind diese Chili-Packungen, diese wie so ausschauen, wie so, ja, was weiß ich, wie so Tütensuppen. Finde ich nicht so gut, mag ich nicht so. Ja, auch da ist es wieder so ein bisschen Geschmack. Paprika. Da würde ich sagen, wie viel ist das? Was wird das sein? Was habe ich jetzt geschüttelt? Dreimal, viermal schütteln. Ja, das langt. Diese Mengenangaben, ich hab kein Gefühl dafür. Das wäre jetzt also falsch, euch zu sagen, wie viel da reingehört, sondern ich kann euch nur sagen, hier, Chili-Würze ist hier bei der großen Öffnung. Da mache ich so eine, ja, eine Prise ist, glaube ich, schon das richtige Wort. Also es sollte nicht zu viel sein. Ganz wichtig ist der Pfeffer. Pfeffer und Salz, das sind eigentlich die Basiswürzungen. Aber halt nach wie vor mit das Wichtigste. Und da nicht sparen, da ruhig reingeben. Also Salz und Pfeffer, weil man unterschätzt oder überschätzt auch den Topf in der Form, dass man denkt, nee, so viel braucht es gar nicht. Aber da dürft ihr schon ruhig machen. Ich finde es immer ganz schön langweilig, wenn man auch ins Restaurant geht und das ist so halb gewürzt oder so gar nicht gewürzt.
Und wie gesagt, so ein bisschen Feuer soll das Ganze haben. So, das dauert jetzt ein bisschen, weil das ist eine kleine Pfeffermühle. Und ihr merkt, es dauert, also da ruhig Gas. Jetzt rühren wir es nochmal um und ganz ehrlich, wenn jetzt das Gewürz passt, dann war es das schon. Also jetzt, der Rest wird noch aufgekocht und das natürlich am Schluss wird dann nochmal nachgewürzt. Sofern man merkt, okay, da hat man irgendwo das Ganze ein bisschen runter oder überschätzt. Aber prinzipiell, Deckel drauf, kochen lassen, köcheln lassen, ab und an umrühren und das war's. Ich sag, traumhaft. So wie sie es gehört und das beim ersten Mal würzen. Das sieht man auch nicht immer. Aber so wie es sein soll. Schön, es brennt schon ein bisschen im Rachen. Genau, super, so soll es sein. Das sind die kleinen Chilis. Und ja, das war's. Das ist euer... Ich kann es leider nicht so gut zeigen. Das ist das Chili. Wie gesagt, jetzt köcheln lassen. Der Rest kommt von allein. Dementsprechend hoffe ich, dass es für euch einigermaßen interessant war, mal zu sehen, wie geht so ein Chili, wie kann ich das machen, wie schmeckt es oder wie macht es zumindest der Alcaramba. Ich glaube, es war auch die letzte Folge Let's Cook, weil mehr als Chili kann ich aktuell einfach nicht. Aber, wie gesagt, das ist lecker und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare entweder euer Rezept oder wenn ihr es nachgekocht habt, sagen, wie es euch schmeckt. Deswegen vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.